Moin, wir sind immer noch im Tutorial von Rival Stars Horse Racing und wir haben gerade Trenton kennengelernt, der uns und die Pferde trainieren wird. Und jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert mit dem Trainieren. Mit jedem Training wird Lord of Oyster stärker. Trainieren wir die anderen Statistiken. Okay, also man kann, also Geschwindigkeit bin ich, habe ich jetzt schon erhöht durch das Level. Genau, das kann ich über Rennen anscheinend erhöhen. Sprintenergie kann ich erhöhen durch Trainieren und Beschleunigung kann ich auch erhöhen. Ist beides sicherlich sehr, sehr wichtig und wir haben ja genug Geld. Das heißt, ich werde das jetzt trainieren und das ebenfalls. Okay. Ach, das ist ein schönes Bild. Ich mach mal ein Foto. Oh, supi. Einzelnes Pferd und mehrere. Was? Mehrere Pferde kann ich nicht, weil ich noch keine mehreren Pferde habe. Okay, werde ich das einzelne Pferd mal fotografieren. Was kann man denn haben? Verschiedene Szenen. Aber so mit der Ausrüstung ist es eigentlich ganz cool hier. So lebhaft, neugierig. Ah ja, guck mal, steigt. Aristokratisch. Galoppiert, das ist doch ein cooles. So, was kann man sonst noch? Den Namen, Besitzer, Statistiken. Ach so, das brauche ich nicht. Gewinne. Naja, ist doch nicht wirklich was. Und das ist mit mir drauf, ne? Ei, oha. Na gut, warum nicht? Sehr schön. Vielleicht nochmal ohne. Im Garten oder so. Weil du einfach so süß bist. Oh, guck mal, wie du guckst. Allerdings ist hier so ein Schatten auf dir. Oh, so schön auf der Weide. Genau, das ist doch süß. Cool, wir haben Fotos gemacht. Ich liebe es, Fotos zu machen. Aber wir wollen ja eigentlich das Pferd trainieren. Okay, wir haben es trainiert. Die Werte sind gestiegen. Und jetzt muss ich wieder ein Rennen reiten, anscheinend, um ein neues Training freizuschalten. Was habe ich denn hier? Reite Rennen, trainiere Spitzenenergie. Also ich kann hier irgendwie nichts mehr tun. Ich glaube, ich gehe mal raus. Guck mir die Ziele an. Da ist ein Ausrufezeichen. Okay, ich habe alle drei Haken und kann mir mein Futter abholen. So, das sind die Grundlagen des Trainings. Denkt daran, wir müssen die Pferde weiter trainieren, um an Rennen mit höherem Niveau teilzunehmen. Alles klar. Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Machen wir nicht. Okay, ich habe Belohnungen bekommen. Und ich bin auf Level 2 gestiegen. Uhu. Neue Ziele verfügbar. Ich kann in Sewell Meadows galoppieren. Und neue Anpassungsoptionen sind auch verfügbar. Cool, hier sind ganz viele neue Sachen. Stallausbau, sodass ich dann ein Fohlen züchten kann. Einkünfte sind immer gut. Reiten ohne Unterlass. Was ist das? Eierrennen, reiten. Und natürlich das Training. Ich finde, als erstes holen wir uns mal die Einkünfte ab, weil Geld können wir immer gebrauchen. Okay. Ah ja, man bekommt immer nach einer bestimmten Zeit neue Einkünfte. Wir holen uns die mal ab. Und man kann sie anscheinend verbessern. Jetzt
Noch nicht, denn also Geld hätte ich zwar, aber ich muss anscheinend noch mehr Ziele vorher erreichen. Alles klar. Gehen wir doch gleich in die Ziele und holen uns hier die Belohnung ab. Nicht schlecht für den Anfang, aber bald werden wir ein paar wesentliche Expansionen finanzieren müssen. Ja, ich hoffe, viele Pferde kaufen. Denk daran, die Einkünfte des Gehöfts abzuholen, um alles bezahlen zu können, was gemacht werden muss. Okay. Ich habe wieder Futter bekommen. Futter ist immer gut. Okay, ah ja. Hier sind die Sachen. Restauration. Jetzt, wo du hier bist, ist es Zeit, dass wir uns auf die Restauration der Ranch konzentrieren. Dadurch kann ich die Einkünfte verbessern. Kann ich das schon machen? Habe ich da schon genug? Wir haben alles Notwendige für die Erweiterung des Lagerhauses. An die Arbeit. Dann gehe ich mal zum Lagerhaus. So, ich habe Futter. Okay, also verkaufen will ich das ja nicht. Nicht, dass ich da aus Versehen raufklicke. Ich will das ja verbessern, ne? Ah ja, genau. Also für 640 kann ich das verbessern. Jetzt habe ich mehr Platz bekommen. Und Einkünfte. Abholbereit. Kann ich die jetzt schon verbessern oder immer noch? Ah, jetzt kann ich sie verbessern. Okay, dann verbessere ich das auch. Weil ich glaube, Geld brauchen wir in Zukunft richtig viel. Oh, und das Haus sieht richtig schön aus. Ich mag so eine überdachte Veranda, die so ums Haus herum geht, total gerne. Cool, wir können zurückgehen und uns die Belohnung abholen. Es ist schön, dass das alte Gehöft wieder Liebe erfährt. Ich wünschte, deine Mutter wäre hier, um zu sehen, wie der Betrieb neuen Aufschwung kriegt, aber sie ist nicht mehr am Renngeschäft interessiert. Na gut. So ist es halt. Okay, jetzt wollen wir aber natürlich erstmal in Richtung Fohlen und Stallausbau. Eine Zuchtbox brauchen wir, eine Pferdebox und dann das Pferd züchten. Okay, für 1000 können wir eine Fohlenbox bauen. Machen wir natürlich. Kann ich jetzt schon züchten? Wow, voll die Laterne hier vorne. Sehen wir uns die Hengste an, um den besten Zuchtpartner für deine Stute zu finden. Ich darf nicht nur nach dem Äußeren gehen, ich weiß. Die Eltern beeinflussen die Klassenchance, die Vorlieben und das Aussehen ihrer Nachkommen. Okay, also, kann ich eigentlich. Oh, jetzt hier mal gucken. Ah, genau, das finde ich ja mega spannend. Also hier ist meine Stute. Hier sind die Eltern. Robotic Astronaut. Ja gut, mir sagt halt leider irgendwie das alles noch gar nicht so, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Und das sind die Großeltern. Die sehen aber auch echt hübsch aus. Da ist echt ganz viel drin, zumindest von den Farben. Finde ich ganz spannend. Und dann gucke ich mir doch mal hier den Hengst an. Das, die Zeichnung hier, die finde ich halt mega süß. Oh, da sind auch coole. Ich glaube, die Werte mit so über 40. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ich bin hier noch kein Experte, fürchte ich. Es gibt drei Hengste. Ich bin ja noch gar nicht durch. Hier ist ein netter brauner Belove Bridge. Mittel, R-Position vorne.
39, 40, 40. Zumindest ist es etwas besser als meiner. Und 3 ist noch nicht verfügbar. Also kann ich zwischen den zwei auswählen. Also Beschleunigung hier 41 ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Mitte, da sind sie beide gleich. Distanz 900.000 Meter. Fest, sehr hart. Pff, ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Joa, keine Ahnung. Ich finde den einfach hübsch. Deswegen nehme ich den jetzt einfach. Du hast nicht genug Objekte. What? Einfaches Sattelzaumzeuge. In Rennen gewinnen, Ziele abschließen. Oder auf dem Markt kaufen? What bedeutet das? Ich weiß nicht. Ich brauche noch mehr. Können die sich nicht Sattelzaumzeugen sowas teilen? Okay. Gehen wir mal in den Markt. Was wollen die jetzt von mir auf Lager? Aber was? Hä? Nee, ich will ja keine. Hä? Ich bin lost. Gerade. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich wollte gerne züchten, aber irgendwie wollen die das nicht. Nicht genug Objekte. Also ich verstehe schon, ich muss sowas halt. Soll ich erstmal Ziele abschließen, bevor ich züchte? Der ist halt schon echt süß. Ich weiß nicht, ob ich einfach so Geld auf den Kopf hauen sollte. Ah, hier unten. Hier, das ist dieses eins, was fehlt. Aber was ist denn das? Ach, scheiß drauf. Ich kaufe das jetzt. So, ich mach das jetzt. Ich will dieses Pferd züchten. Hallo. Oh, so sweet. Meine Stute. Du siehst aber gar nicht schwanger aus, wenn ich hier mal gerade meckern darf. Okay, ich weiß nicht. gut, das sind jetzt nur noch 2 Sekunden. Neues Fohlentreffen. Juhu! Hallo, kleines Fohlen. Oh, du bist aber auch ein ganz, 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 ganz süßes. Oh, ein neues Stutfohlen. Hast auf jeden Fall über 40. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Oh, und hast du so ein bisschen grünliche Augen? Oh, mit den Pünktchen. Das ist echt mega sweet. Ich brauche ein Foto von dir. Süß. Oh, ich liebe Fohlen. Schon deswegen gefällt mir dieses Spiel. Sweetig. Ich würde dich gerne stundenlang angucken, aber leider kann ich dich noch nicht versorgen. Deswegen musst du gleich zur Stute werden. Okay, ich brauche noch eine Box. Ich hab's mir schon gedacht. Ich muss es bauen und das Geld schwindet. Oh, oh, oh. Oh, schau, wir können eine neue Pferdebox kaufen, um unsere Pferdefamilie zu vergrößern. Jo, haben wir gemacht. Was ist das? Abholen? Ah ja, das sind meine beiden. Ach, ihr seid echt beide so sweet. Und du hast hier so eine richtig schön rötliche Mähne. Toll, das gefällt mir. Mal gucken, wie du so als Stute aussiehst. Hallo. Sehr hübsch. Überprüfe die Klasse dieses Pferdes. Höherklassige Pferde können durch Training höhere Level erreichen. Also sie ist Level 2. Oder Stern 2. Hier steht Level 1, aber hier 2. Okay. Was auch immer das bedeutet. Oh. Revenge Gadget. Hä? Haben wir schon einen Namen ausgewählt? Habe ich das irgendwie vergessen? Übersprungen? Können wir es hier. Ah, hier können wir nochmal. Irgendwie habe ich das eben nicht mitgekriegt.
Ich würde mal Violet Duel, Fairy Forgery. Fairy finde ich ganz nett. Oder Melody. Komische Namen. Ich glaube, Fairy Melody finde ich sehr süß. Eine Feenmelodie. Cool, ich glaube, von dir muss ich auch noch mal. Ich brauche drei Pferde dafür. Manu. Aber gehen wir doch mal. Da, das mag ich sehr gerne. Guck mich mal an. Das ist ganz hübsch. Ach, ich könnte stundenlang Pferde fotografieren. Fähigkeiten hast du noch nicht, aber hier sind die beiden Eltern und die Großeltern und meine Stute. So nice. So, ich habe mein erstes Pferd gezüchtet, Leute. Mega cool. Das bedeutet, ich habe wieder hier Belohnungen. Ah, hier kriege ich das Sattel und das Zaumzeug. Ha. Naja, gut. Fürs nächste Pferd dann. Fohlen sind so schnell auf den Füßen. Mein Menschenkind hat ein Jahr dafür gebraucht. Ja. Ich bin ziemlich zufrieden mit unserem ersten Zuchtergebnis. Wir züchten bereits bessere Pferde. Ja, ich bin auch zufrieden. Wir brauchen diese hochwertigen Pferde, wenn wir an internationalen Rennen teilnehmen wollen. Das bedeutet natürlich wieder, wir müssen die Pferde trainieren, denke ich mal. Und ja, das werde ich dann auch auf jeden Fall im nächsten Video machen, um dann weitere Rennen zu rennen. Jetzt kann ich mir erstmal nochmal mein hier meine Auszahlung abholen. Das ist natürlich sehr gut, weil wir haben jetzt schon echt viel Geld gelassen. Schön. Mir gefällt es bis jetzt richtig gut. Ich muss mich halt hier wirklich noch genauer mit diesen ganzen Sachen beschäftigen. Welche Werte sind gut, welche sind nicht so gut. Ja, da bin ich noch ein bisschen lost gerade, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch hier im Spiel.